dunkle Grüße zurück zum Nachbarn. Der ist nämlich dort. Deswegen gehe ich mal fix den Strom ausschalten. Dann breche ich wieder ein. Und auch nicht schnell. So, vielleicht dauert es ein bisschen länger. Führt zum Kühlschrank, ja. Ah! Aua! Guckt mal einer an, was da ist. Ah! Aua! Okay, ich kann mich nur einmal befreien von ihm, aber trotzdem. Jetzt kam ich offenbar daran. Jetzt komme ich zum Keller. Ich denke mal, das Kapitel ist... Tür zu. Na gut. Ich glaube, das Kapitel habe ich jetzt tatsächlich gelöst. Einfach so. Fix im Kühlschrank war... Also die ganze Zeit hätte ich bloß an den Kühlschrank rangemusst, um in den Keller zu kommen. Ich habe sonst was gemacht im Spiel, um hier reinzukommen. Einfach so, weil... Ich hab keinen Platz. Komm mal her. Muss ja auch aufgehen, das Ding. Tada! Geschafft. So einfach kann das gehen. Der ganze Mist, die ganzen 1000 Stockwerke und nur wegen der einen Tür im ersten Stock. Und kein neues Kapitel sehe ich gerade. Oh. Ist ja gar nichts. Aha. Da ist was. Geheimer Bunker. Der Führerbunker. Ich will hier. Da war ich doch schon mal eingesperrt drin, oder was? Ich will hier gar nicht rein. Habe ich meine Sachen? Ah, alles weg. Aber ja, hier war ich schon. Und ich komme durchgesprungen. Oh, es ist zum Glück gar nicht dunkel und uneinsichtig hier. Nicht gut. Das hier scheint sich aber nicht sehr verändert zu haben. Das kennen wir alle noch. Aber ich sehe so wenig. Psst. Ja. Was soll diese Musik? Okay, da ist eine Tür. Aber sie ist zu. Alter. Die wollen, wo es mit die Muffe geht, hä? Wird aber nichts. Ich hätte gern mehr Einsicht hier in alles. Ich sehe überhaupt nichts. Ich glaube, letztes Mal bin ich der Meinung, ein bisschen besser. Mit der allgemeinen Sichtbarkeit. Manno. Mal ich durchgucken. Ich habe das Gefühl, ich bin nicht alleine hier. Okay. Ich gehe gerade rückwärts an der Wand lang und suche mich irgendwie langkommen, aber offenbar nicht. Ah ja, toll. Ja, So, mach ich jetzt hier durch? Immer noch nicht. Das Geräusch macht mich ein bisschen kirre. Also das bringt mir gerade gar nichts. Aber hier war nichts zum Durchgehen. Die Tür ist zu. Hier ist weiter nichts. Häng ich auch bloß fest. Oh. Ach, ich... Wow! Oh. Das ist ja eine Lampe, die irgendwie an der Decke rumbammelt. Aber so wie das hier. Aber offenbar war es ein Vieh. Vielleicht der verschollene Sohn. Ich glaube, wir kommen dem Geheimnis des Nachbarns sehr viel näher gerade. Eieiei, das habe ich nicht erwartet gerade. Aber offenbar komme ich da verlangen. Das ist lustig an der ganzen Sache. Ich habe... überall gesucht. Ich dachte, ich kam da nicht lang, aber ich muss einfach nur links von dem Schrank lang gehen, statt rechts. Da geht es durch, offensichtlich. Aber... es hat
mir letzten Endes nichts gebracht, außer den Tod, den vermeintlichen. Habt ihr das gesehen? Es hat Augen. Also, so eine Augen? So eine Dreads nach oben? Okay, und wie komme ich an dem Vieh vorbei, ist die Frage. Aber tatsächlich ist da ein Wesen im Keller. Und ich nehme an, ob das nun der Sohn ist oder nicht, das ist auf jeden Fall das Wesen, was mir damals auch hier aus dem Raum raus verholfen hat, mit der Kindaufstellerpuppe. Nur wie komme ich an dem vorbei? Habe ich jetzt ja gar keine Ahnung gerade spontan. Ist ja ein Loch in der Wand. Das hab ich nicht gesehen. Mal durchs Fenster durch. Ja. Also ich komme an dem Ding ja nicht vorbei und ich weiß auch nicht, wie ich es machen soll. Hier. Oh, das ist schön. Das ist meine Lichtquelle. Das ist ja eine gute Idee. Ha! Fernseher als Lichtquelle. Offenbar ist der Batterie betrieben. Hängt nicht am Strom oder so dran. Oh. Jetzt sendet er Signale. Ist er vielleicht dafür da, um mich von dem Ding irgendwie oder das Ding von mir fernzuhalten? Ich weiß es nicht. Hier, ein bisschen Fernsehen. Oh, da ist ein Sarg. Ein bisschen Fernsehen gucken. Ah, ich muss hier weg. Ich komm nicht weg. Oh. Ich konnte nicht mehr rückwärts gehen auf einmal. Wieso konnte ich nicht mehr rückwärts gehen? Oh Mann. Aber nein, der Fernseher bringt offenbar nichts. Wie soll ich da vorbeikommen? Ich meine, den Fernseher zu nehmen ist schon mal eine gute Idee, um da allgemein was zu sehen, was ich vielleicht nicht gesehen habe vorher. Aber abgesehen davon. Oh Mann, das ist nett, dass es so laut ist. So. Umschalten. Nee, egal, was ich mache. Immer Sound dabei. War aber eben ein Bug, dass da kein Sound war. Aber ein angenehmer Bug. Ich kann mich nur verstecken hier. Es ist alles. Guck mal da. Ich komme da ja nicht lang. Das Ding ist ja ständig dort. Ich sehe es auch gar nicht tatsächlich. Ich komme ständig rückwärts. Aber ich komme ständig. Das gibt's doch nicht. Irgendwie sieht mich das Ding und dann komme ich nicht mehr weg von dem Ort. Vielleicht sollte ich einfach durchlaufen. Ich weiß es nicht. Ich versuch's mal. Ich hab keine bessere Idee gerade. Ich versuch's aber mal. Meine Fresse, du. Das Ding hemmt mich offenbar an meinen Bewegungen. Ja. Lass mich! Nee, das wird auch nichts. Drauf zulaufen bringt überhaupt nichts. Das abzuwerfen wird auch nichts bringen. Da muss ich gar nicht erst versuchen, glaube ich. Oh. Komm ich da oben irgendwie ran? An dieses Dingens da. Nee. Tatsächlich nicht. Irgendwas machen. Oh, das Geräusch gerade, aber. Nee, auch nichts dran irgendwie. Ja. Also ich. Beim besten Willen weiß jetzt nicht, was ich hier machen soll. Wenn ich zumache, ist es halt zu. Moment, warte. Vielleicht kann ich da was dazwischen stellen, damit das nicht zugeht. Na, da ist auch ein Tisch. Den kann ich aber nicht nehmen. Ja, bleib so stehen. Nee, nicht ganz. Das wäre gut. Hm.
hat nicht so richtig funktioniert. Der Fernseher ist auch aus, weil kein Strom mehr da ist, offensichtlich. Ist wohl drahtlos empfangen. Meine einzige Idee wäre doch, dahin zu gehen, ohne dass der Strom an ist, aber das kann ich ja nicht, weil die Türen alle zu sind. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich die Tür aufmachen soll. Ich kann nicht durchgucken, da ist kein Schlüsselloch drin. Kann ich das? Drücke, aber es geht nicht runter. Hallo? Ah, jetzt geht's natürlich. Ich drücke noch gehen, aber es geht nicht. Ach, Manno. So. Jetzt komme ich hier nie wieder raus, aber das Ding ist zu. Hier kann ich mich verstecken, theoretisch, aber... Ich kann nicht weglaufen, wenn das Ding kommt. Guck mal, ein Fernseher. Lässt sich auch nicht beirren davon. Komm, folge mir. Nee. Folge mir. Ach so. Da geht ein Gitter zu. Ach, deswegen komme ich da nicht weg. Das macht es aber noch schwieriger. Ich habe jetzt erst recht keine Idee. Meine Idee war jetzt, das Ding wegzulocken irgendwie und mich im Schrank zu verstecken und dann, keine Ahnung, aber... Das heißt, der Strom ist eigentlich aus. Ich denke mal, wenn der Strom aus ist, dann kann das Gitter da nicht runter. Aber... Komm den Strom nicht aus. Wenn ich das Wasser irgendwie rauflenken könnte, dass auf den Strom... Was ist los? Hast du ausgemacht? Ah, ich hab ihn ausgemacht. Ah, wo ist er? Da. Meine Güte. Ich kann mich ja hier verstecken, theoretisch. Also ich fliehe von dem Teil und verstecke mich dann, aber das geht ja nicht, weil das Gitter, wie gesagt, da aus dem Nichts aber hochfährt. Wo eigentlich? Aber da ist es schon, das Gitter. Ich gehe nur einen Schritt, das Gitter ist da. Was soll denn der Quatsch? Von wo kommt denn das auf einmal, das Gitter? Also ich höre kein Geräusch, als es runterfährt, noch sehe ich da eine Vorrichtung für. Es ist einfach da. Oh, ist das so ein einseitiges Gitter, was so ein Dimensionsportal-Übergang irgendwas ist? Ich weiß es nicht. Oh, das bringt mir ja auch nichts, weil da geht ja nichts auf dadurch. Warte, wenn ich den Strom ausmache... Warte mal. Ist das denn hier auch aus? Dann ist das hier auch aus. Nein, das ist doch an. Eben war es nicht an. Komm ich jetzt zurück? Ich komme auch wieder zurück. Das finde ich jetzt sehr merkwürdig. Ich meine, zurück, da hält mich nichts. Da zieht mich, da brauche ich nichts. Da. Ich kann eh nicht zurücknehmen. Also wieder runter, das ist ja... Aber da ich meine Items wieder, wie es aussieht. Bringt mir, wie gesagt, trotzdem nichts, weil ich hier im Keller selbst keine Items mehr habe von der vorigen Level-Ebene. Was ich ganz schön doof finde, übrigens. Ja. Ich werde da noch irgendwie das Wasser abstellen soll, oder den Strom oben, dass ich hier unten was... Ich glaube nicht, dass... Dinge, die ich oben tue, Auswirkungen auf das hier unten haben. Das macht so nicht den Anschein. Deswegen glaube ich nicht, dass es groß sinnvoll ist, das zu tun. Was soll ich denn machen? Ich gucke doch mal den Fernseher hier in den ersten Bereich rein.
Irgendwas übersehen wurde von mir vielleicht. Aber sieht nicht so aus. Na, lass mich. Hallo. Ich bin voll deiner Meinung. Ich dachte, ein bisschen was mitnehmen kann ich? Ich kann auch überhaupt nichts mitnehmen. Dinge, die ich normalerweise aufsammeln könnte, kann ich hier nicht aufsammeln. Oh, dieses Geräusch, ne? Das ist voll ätzend. Das tut weh in den Ohren. So. Der geht ja auch nicht weg, der scheint sich nicht zu bewegen oder so. Der ist einfach immer da. Also ich kann mich auch nicht vorbeischleichen. Da, und das geht das wieder da. Er kommt. Aber er ignoriert mich. Und da hat er mich. Aber er ist an mir vorbeigegangen gerade. Vielleicht muss ich ein bisschen geduldiger sein, die vorbeischleichen lassen und dann selbst vorbeigehen. Aber das probieren wir in der frühesten nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.